Block. Ja, ich sitze gerade auf dem IAC und bin auf der großen Wiesenzergang. Ich messe Dienstagabend, denn lass mich mal überlegen, 21. glaube ich am heute. Ja. Ja, ich denke, es müsste 21. sein. Irgendwie so. Ja, ganz spontan entschieden. Wenn wir das auch gleich weg. Gestern noch mal das andere Haar eingefahren. Das habt ihr im Dienstagsvideo, also heute, gesehen. Und ja, jetzt haben wir uns dazu entschieden, mir mehr das andere Haar noch. Also die Flächen dort zumindest. Ja, Anfang ist das Ganze auch vorhin mit dem Balken vom K15. Hat auch soweit gut funktioniert. Hat auch richtig Spaß gemacht. Aber ich habe auch einen Maulwurfzügel da hinten. Und da war das Messer stumpf. Dann bin ich heimgefahren mit dem Messerschärfen. Das haben wir gemacht. Ich wollte auch fertig werden und ja, spontan abends entschieden. Jetzt ist es mittlerweile Viertel 10er. Ich bin immer noch dabei. Ich muss den Sporter dann noch ein auf unten ein wenig raufziehen und ich muss den Heuwender halt noch ein. Ich will das Zeichen noch gerade schmeißen. Was ich am Trommelmähwerk nämlich wirklich nur richtig hasse. Ja, beschissener Sport in diesem Objekt. Das ist vielleicht schön, wenn du das dann gleich laden willst mit Ladung. Aber ich hasse die Sporten, wenn es die immer noch liegen lässt, die pappen so richtig zusammen. Und am nächsten Tag, der Heuwende, blockt er sich wie Sau die Dinger auseinander zu bringen. Deswegen will ich die heute noch auseinander schmeißen. Dann kommt es morgen auch erst einmal drucken. Und morgen noch wieder auch einmal voneinander. Ja, mal gucken. Irgendwie ist es so. Ja, auf jeden Fall ganz spontan entschieden. Ich wollte das Mähwerk, ich wollte erst die Trommel nehmen, aber ich war blöd drin gestanden, bin nicht gescheit nachgekommen. Dann habe ich gedacht, na gut, dann nimmst du den Bulldog. Dann, das geht ja auch. Hat auch eine ganze Zeit lang funktioniert. Ich habe eigentlich auch vorne und unten richtig schön mit dem gemäht. Ich bin mit dem K15 Arm und mehr durchgestoßen durch die Wiesen. Ich meine, wir haben jetzt ja, relativ später Jahreszeit. Die Rehkitz sind normalerweise schon aller Größe, aber ja, Risiko ist immer noch dabei, deswegen bin ich einmal Ruhefeld ein durch. Das war mir lieber. Dann war sie wenigstens. Hier haben wir Möglichkeit nach außen auszugehen. Ja, jetzt bin ich am letzten Zipfel da oben. Ich habe jetzt auch schon unterwärts die Ecken gemäht und ihnen Zeit gelassen, dass er oben raus können. Ich habe dann eine ganze Zeit lang immer nur die Innenbahn noch oben raus gemäht. Und jetzt den letzten Zipfel, den mähe ich jetzt von links nach rechts noch innen rein. Naja, mal schauen. Es geht ja. Es ist eine Arbeitserleichterung gegen den Balken, weil es nicht so pflegeintensiv ist, weil es nicht so leicht verstopft. Hoch alles sah. Aber ich sage es ganz ehrlich, ich habe jetzt die andere Fläche mit dem Balken gemäht. Ich habe einmal einen Bekannten da mit dem Balken gemäht. Ich habe da unten auch irgendwas mit dem Balken gemäht und jetzt dazu im Vergleich des Trommelmähwerks. Der Balken gefällt mir besser. Da bin ich wirklich schon am überlegen, ob ich das Trommelmähwerk weg tue. Die zwei Balken von den Bulldog wieder zusammenrichten, dass sie wie neu sind. Und in Zukunft nur noch mit den Balken mähen. Ja, warum die zwei Balken? Ganz einfach. Falls einmal eine stumpf ist, dann brauche ich bloß den Bulldog tauschen. Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat mir der Balken besser zugesagt.
Auch vom Schnittbild her fand ich das schön. Wieso? Es ist zwar bloß ein Tiefschnittbalken, der auf meinem KA15 drauf ist. Also das heißt, ich krieg nur relativ flache Schnitte hin. Ich habe es nicht gemessen, es sind glaube ich 6 oder 7 cm. Es ist nicht ganz optimal. Ich krieg noch nicht anders eingestellt. Ist leider so. Bräuchte ich einen anderen Balken dazu. Aber wie gesagt, vom Schnittergebnis bin ich total zufrieden. Kann mich echt nicht beschweren. Da lasse ich auf den Balken nichts kommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, der hat nicht verstopft. Der hat nicht geklemmt. Ja, das blöde Schutzblech unten vor die Riemen, das scheppert die Sau. Aber der macht seinen Zweck, der macht das, was er soll, und es macht einfach Spaß damit. Ich weiß schon, warum ich so umgefällt der Balken. Und wo satt ist, hat keiner schlechten Balken gebaut, das sieht man ja. So ein Lumber, der macht, was er soll. Ich habe schon Schlimmeres gehabt in meinem Leben. Interessiert, ich fahre im dritten Gang die 1000er Zapfwellen, 1000 Touren, ja knapp 1000 Touren, ein wenig weniger, weil ich ja immer gefragt war, jetzt braucht er sich, jetzt ist wieder bergauf. Ja, ich fahre das Trommelmähwerk eigentlich immer auf der 1000er. Auch wenn manche mit dem Kopf schütteln, aber dann fährst du halt ein wenig niedrig durch, ja? Wie ich jetzt, und sparst dabei Sprit. Hast ein weniger Lautstärke auf dem Bulldog. Und der IAC hat ja, die Leistung. Ich habe kein Problem, die... Naja, wenn die vom Gas runterrutscht, scheiße. Ich habe kein Problem mit der Leistung. Die hat der IAC. Das Trommelmähwerk zerbetreiben, also warum soll ich das nicht machen? Waren das Scheinmähwerke auf höherer Drehzahl fahren werden müssen? Ist mir schon klar, vor allem wenn es dann vielleicht in der Front noch was anschaust. Das macht alles Sinn. Aber ich habe ja bloß das Trommelmähwerk hinten gebraucht. Und wenn man schon in der Front fahren kann, für den Bulldog. Ja, warum denn da nicht? Ja, jetzt werden wir gleich einmal einen runterschalten müssen. Ein Stück lang, das nehme ich jetzt so klar, dass wir den dritten Bauschau in Mühe haben, um die Kosten gleich zu bringen. Ja, ja. Eine Haufe Ameisenhügel. Eine Bimbam. Die haben sich wohl gefühlt in den Hua groß. Das ist sicher.
ja, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe einen Ballenhänger und ich habe jetzt einen Ballenrutschen. Ja, den haben wir gestern im Pult. Der war in Hohenberg drum gestanden. Dankeschön, Dodo, noch einmal. Und an das, ich glaube, der Engel ist es. An den Engel vor dem Mann, wo ich da gekauft habe, einen schönen Gruß. Ja, hat seinen Einsatz schon gemacht. Wäre mit Sicherheit mehr drauf gegangen als Schlichttechnik, lässt sich auch drüber streiten. Perfekt ist das nicht. Es sind jetzt 97 Ballen, von der wäre auch noch was gegangen. Wie leider haben wir dabei gehabt, weil wir gedacht haben, dass wir es auch brauchen. Aber haben wir gesagt, lassen wir es so. So viel steht jetzt gar nicht da unten. Naja, schauen wir mal. Der Steib ist auch noch mit unten, also das ist der eine Steib, das ist ja auch Steib. Ah, Steib S3. Hat ein wenig anderer Reifen drauf, hat einen anderen Aufbau drauf wie meine. Der ist umgebaut worden zum Ballentransporter. Ja. Ich dachte, unten ist jetzt doch ein wenig Luft, könnte man anders machen, aber solange es funktioniert, ich schicke mir jetzt, also wieder runterkomme, mit dem und mit dem Strafrechen und dann schleppen wir die Wiese gleich noch ein wenig ab, dass wir alles heiz zusammenbringen, weil verschenken wollen wir nichts.
So, auf die Wiesn sind insgesamt 134 Ballen gewonnen, vielleicht 135 jetzt, weil wir noch irgendwas durchgepresst gehabt haben. Wenn das Wetter hält, dann wird morgen noch ein wenig Reste zusammengekratzt, weil jetzt musste meine Schwester vor der Arbeit holen. Und außerdem haben wir ein kleines Problem. Der Grusa-Reifen hüben auf der Press, der war die ganze Zeit schon ziemlich porös. Ja, und der hat jetzt einmal seinen Dienst quittiert und der lauten Psst. Ich habe mich schon gewundert, was ist denn das vor der Press? Was zischt denn und pfeift denn da so? Komisches Geräusch, wenn du nicht weißt, was ist. Also, an der Press ist ja eigentlich nichts, was so pfeifen kann. Außer natürlich der Reifen. Nur der Reifen was? Ja, der ist kaputt. Deswegen haben wir für heute Feierabend gemacht. Deswegen können wir auch nicht weitermachen. Wir haben jetzt gesagt, wir waren an Reifen von dem alten Ladewagen, wo da unten drin steht. Da könnte ein passender größter bei sein. Dann schmeißen wir so einen drauf. Vorerst mal gucken. Ja, vielleicht demontieren wir noch und machen noch auf dem anderen drauf. Ich muss auch mal gucken. Erst einmal Übergangslösung zu. Und dann kommen da immer noch Umbauer. Ja, passiert. Shit happens. Naja, wie es halt so ist. Jo, ich habe jetzt mit dem Vater gerade den Anhänger rein. Der kleine Steib steht da hinten. Ich weiß nicht, auf dem Video hat man es vielleicht gesehen, das war ja der Hänger, den wo ich mitgefilmt habe, weil vorher war keine Zeit. Also der ist zum Laden von Heu scheiße. Mit Ballenrutschen ist der Hänger scheiße. Es fällt der Aufbau und der Boden ist so dermaßen rutschig. Ich habe den Hänger ja kondicht gemacht und ich habe den Hänger ja neu lackiert gehabt. Das macht ihn aber unheimlich rutschig. Weil ich nun der Kommando, die Ballen, die du hinten aufgeschlichtet hast, alle wieder nach vorne. Also musst du die Unterstabbahn fertig machen. Du hast nichts zum Festhalten. Du rutschst selber drauf rum wie Sau. Ja, optimal ist anders. Also der eignet sich eher, ja, super optimal dafür. Ist eine schöne Hänge. Für alle möglichen Transportaufgaben. Also zum Highfahren, zum Highballenfahren. Naja. Da sind auf jeden Fall die anderen drauf. Und jetzt muss der rein. Irgendwie. So Leute, die Ernte ist eingefahren. Ja, sind jetzt insgesamt, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel sie noch waren. Die noch mal auf die Pressstream schauen. Wie viele Ballen waren sie jetzt? 133 waren es gestern. Der Vater hat heute mit dem Allgäuer und mit dem Schlepprechen noch ein bisschen was zusammengezogen. Das habe ich nicht gefilmt, weil ich Huhn noch irgendwas zusammengerammt habe. Adele ist gut, ich komme dann schon. Ja. Außerdem musste ich noch ein wenig loses Material zusammenpressen, weil meine Presse hat mich mal wieder geärgert. Naja, wie immer halt, ist ja klar. Blöde Sau. So schön auf dem Hängen aufgepresst, hat alles gepasst. Da hängt der Greifel, mit dem sind sie dann aufgekommen und die blöden Scheißdrecksballen. Die fallen aus 2 Meter Höhe und platzen auf. Oder die Bänder rutschen ab. Zum Kotzen. Kann ich bloß mit dem Kopf schütteln? Ich check's nicht. Ja, das waren jetzt dann noch einmal 7 Ballen mehr, sind es dann 140 Ballen, habe ich von der Wiesen da unten. Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viel es letztes Jahr war. Ob das mehr oder weniger war, keine Ahnung. Also vom Gefühl her hätte ich gesagt, das ist eigentlich mehr, aber ja, keine Ahnung. Ja, die Presse hat auf jeden Fall durchgehalten, hat das gemacht, was er sollte. Die Rutschen hat auch funktioniert. Da seht ihr jetzt einmal, wie wir das gebaut haben. Ja, da habe ich ein Notrohr drauf. Das ist von dem alten Köhlermiststreuer, der unten in der Hecke steht. Notlösung. Gestern ist das Rohr da gar kaputt gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht im Video, dass man es gehört hat. Das kann ich euch noch nicht sagen, weil habe ich ja noch nicht gesehen. Auf jeden Fall hat es bloß pssst, und dann wurde die Luft raus, dann wurde der Reifen platt. Ja, dann haben wir eine Lösung gebraucht, um die Presse haben zu bringen. Na gut, halt Notrohr gebastelt. Ja, also die Rutschen hat funktioniert. Gebaut haben wir das jetzt so. Da sind Eisen reingekommen, die sind mit Schlossschrauben da unten verschraubt. Vorne einfach mit einem Schäkel die Ketten zum Eihänger. Hochgespannt überkreuzt, dass er nicht gar so links und rechts schwankt, sondern halt ein wenig abgespannt ist. Das funktioniert ganz gut. Das überleere Kettenstück haben wir noch tragen lassen, bevor wir es wegschneiden, haben wir gesagt, wenn es da doch vor der Höhe noch ein wenig verstellst oder so. Aber das werden wir jetzt da nachkappen können. Ich denke mal, das werden wir da hin wegschnitt. Links und rechts zwei Glieder noch dran lässt. Wobei tiefer geht es auch nicht, weil die Lichter auf dem Zugmaul jetzt quasi gerade auf. Ja, passt zur Reihe. Demontieren ist, ja, brauchst zwei Schlüssel dazu. Ist da hinten leider jetzt alles ein wenig dunkel.
Da sitzen da unten zwei Schrauben, einer da und einer drüben. Dann kannst du die Eisen mit Bolzen wegnehmen, dann kannst du die Rutschen einfach noch hin wegnehmen, vorher natürlich Ketten raus. Und dann kommt einfach die normale Ladeschuhe drauf, die steht jetzt da neben dem Äpfelstecker. Ja, also das funktioniert, weil ich kann die ja nicht im Grundstück da verwenden. Um die Obstbäume herum ist ein wenig blöd mit Rutschen, also da brauchst du mit Hänger nicht fahren. Auf jeden Fall, die haben angepasst, das funktioniert. Die Ballen sind schön aufgerutscht, alles top. Bloß, wie gesagt, die hat mich halt geärgert, also wieder, dass die Bänder abgerutscht sind. Ich begreif's nicht, woran es noch liegt. Dahin schaut es mir aus, als wäre die Schnur zu lang. Andererseits, anderer Pressen kenne ich auch, dass die Schnüre da oder so lang sind, weil da ist das Heu komprimiert. Da ist es nun mal halt ja, fest zusammengeschoben, der Kolben drückt drauf. Deswegen sind die Bänder da lose und wenn sie hinten rauskommen, dann gehen die Ballen ein wenig voneinander. Normalerweise. Ja, sollten sie dann besser sein, aber irgendwie ärgert mich das Ding. Weil die Ballen normalerweise, also vor der AB 63, vor einer Deutz-Fahr HD 400. Ist das eine Deutz-Fahr HD 400? Ja, ich glaube schon. Von einem Fahrpress kenne ich das anders, da sind die Bänder richtig in der Ballen reingeschnitten. Also da hast du das überhaupt nicht, da sind die Bänder nicht, also oben drauf, so wie jetzt da. Der ist jetzt schon ziemlich entspannt da hinten. Die liegen eigentlich bloß lose oben auf dem Ballen drauf. Und bei den Pressen, die ich kenne, sind die ja Bänder richtig im Ballen reingeschnitten. Die können auch gar nicht runterrutschen. Da können sie auch runterrutschen und das ist das Problem. Wir haben sie auf dem Hänger auf, null Problem, kein einziger offen, alles top. Wir haben den Hänger da rein, der Vorder hat noch heute abgeladen mit dem Greifer. Und ja, 13 Ballen davon sind beim oben Ausklinken quasi aufgegangen. Die gängen aber nicht auf, weil sie am Greiferhänger bleiben. Das ist nicht der Fall, das habe ich schon geschaut. Die gängen auf, weil sie auftatzen, aber in schräg auftatzen. Und dann springt einfach die Schnur runter. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich noch machen kann. Ein paar haben ja schon geschrieben, vielleicht oder die Eisen einfach verlängern. Die oder dass das oder noch tiefer reindrückt, dass die Ballen noch mehr komprimiert waren. Ich habe schon überlegt, einfach oder die Federn ein wenig zerkappen. Käme das Blech auch ein wenig runter, weil das jetzt aktuell auch, da bringe ich einen Finger runter. Dass man das noch weiter runterbringt, aber der Vater sagt, er mache das sonst, also ich soll das an seiner Stelle nicht machen. Quatsch. Ich soll jetzt an meiner Stelle lieber nicht machen, so rum, weil wenn ich das ein wenig euch übertreibe, kann man sagen, dass hinten irgendwann einmal was voneinander fliegt. Weil dann ist einfach die Leistung von der Presse so hoch, die hat so viel Durchsatz, was er dann da reinknietschen muss und nicht, dass die Presse dann voneinander reißt. Das ist sein Gedankengang und ich meine, da hat er irgendwie nicht ganz unrecht, das könnte schon was dran sein. Deswegen, ja, ich bin mir da wie gesagt nicht sicher, was man noch machen könnte. Mir gefällt es optisch so auf jeden Fall noch nicht, dass das immer noch offene Ballen gibt. Der da oben drauf, ist eine von den Neuer. Die Seiten sind schön eingeschnitten, oben drauf liegen die Bänder bloß. Und das ist wie gesagt, ich kenne das so eigentlich nicht. Ich kenne das wie bei den Strohballen, die ich letztes Jahr gepresst habe, da sind die Bandage sauber reingeschnitten, bloß beim Hai funktioniert es nicht. Entweder weil das Heu sich nicht so komprimieren lässt wie Stroh, oder ist es, weil das Hai dann schon zerdrucken ist zum Pressen, oder keine Ahnung, auf jeden Fall, die sind wieder voneinander geflogen und das nervt. Ich verstehe es nicht, aber ich kann auch nicht hergehen und kann dann sagen, naja gut, nur weil die jetzt so nicht gängen, dann kann ich sie nicht mehr dann auf in den Buden da, dann schlicht ich sie jetzt bloß noch da drüben rein, wo jetzt welcher sind. Weil ich es da mit Gabel einfach nur überlangen muss. Das ist keine Dauerlösung, weil Heu habe ich normalerweise immer mehr wie Stroh. Der großer Boden ist da drum und nicht da unten. Da unten kriege ich vielleicht mit gut und gern mit viel Glück 250 Ballen her. Oben auf, da bringe ich ein paar tausend Ballen, wenn es sein muss. Und Heu hat man normalerweise immer mehr daheim wie Stroh. Deswegen eigentlich kehrt das Heu dann auf und das Stroh da runter. Aber ja, ich kaufe mir jetzt nicht extra einen Höhenverderrer
Oder schau, dass ich die vielleicht auch mit Händen auflang, wenn ich einen Weilbachgreifer hin habe, der funktioniert. Und wenn ich einen Weilbachgreifer habe, der bei einer AB63, bei einer HD400 oder selbst bei meiner alten WSA 350 funktioniert hat und das sind keine Ballen aufgegangen. Man, die AB350 war Niederdruckpress, die Ballen hast du da oben rausgeschmissen, die waren halt recht luftig, aber die sind ganz geblieben. Die Ballen tode, wenn sie da nicht mehr aufplatzen, das ist Verschwendung von Schnur, von Garn und es ist Zeitverschwendung, weil die Ballen, die wo dann oben lose waren, die habe ich alle wieder mit runter und habe sie auch unten noch einmal durchgepresst. Und das ist Blödsinn, das rentiert sich nicht, brauche ich nicht machen. Doof, vor der Seitenschauer sah nicht schlecht aus. Sind die Bänder schön drin. Aber oben drauf liegen sie bloß lose auf. Da kostet es fast 2 cm, kostet es aufheben. Einfach so mit dem Finger. Wenn du mit der Hand runter gehst, dann hebst du ganz 6 cm an. Wie wenn sie lose sind. Ja, jetzt könnte ich probieren, sie noch eine Mühe länger zu machen. Die Ballen. Vielleicht wird es dann noch besser, weil ich mehr Material habe, was dann erst einmal komprimiert wird und was dann vielleicht sich mehr ausdehnt. Aber wenn ich sie wieder zu lang mache, habe ich wieder die Sorge, dann biegen sie sich noch mehr wie Bananen, wenn sie oben blöd aufkommen und dann springen sie mir noch eher ab. Ich habe eigentlich die Erfahrung jetzt gemacht mit der Presse, wenn die Ballen an der Katze sind, dann ist die Gefahr, dass sie aufgehen, ein bisschen reduziert. Ich meine, bei der Menge, wo ich jetzt da unten gepresst habe, sind das 10%, die aufgegangen sind, aber es ist halt doppelte Arbeit, die du da hast. Und das nächste Problem ist, wenn das dann wieder aufgeht und du presst das noch einmal durch, das ist Zeug, das brauchst du nicht mehr pressen, das ist Staub. Das zerfällt. Weil das fünfmal durch die Presse durch, dann bleibt noch nichts mehr übrig. Das kann ich noch als Einstäuber die Schweine unten nehmen, aber sonst zum Füttern brauchst du das nicht mehr nehmen. Das wird Einstreu. Und wenn du da x-mal machst, wie gesagt, da bleibt da nichts mehr übrig, dann bist du Stängerler. Und das brauche ich kein Heim mehr machen. Dann. Ja. Ihr merkt schon, ich bin schon wieder ein wenig genervt, gebe ich ja zu. Das ist alles nicht optimal, ich weiß nicht. Irgendwie muss man das nochmal noch ändern. Ich möchte ja halt am liebsten einmal probieren, den Presskanal noch enger zu ziehen. Ob es halt was bringt. Oder ob man wirklich die Presse dabei dann kaputt macht, das ist die Frage. Weil jetzt braucht es natürlich schon deutlich mehr Druck, die pufft jetzt deutlich mehr rein. Man muss mal dazu sagen, ist ganz klar, jetzt ist ein Rutschen dran. Die muss da erst einmal hinten dann 6 oder 7 Ballen durch die Rutschen hochfördern, die ja noch die Gehe schieben. Der Presskanal ist ganz zugezogen, da muss auch die Gehe schieben. Die Schuppenbleche hat es auch drin. Gut, die Schuppenbleche, da kämpft es ja eine der Gehe auch, im Gegenteil, die entlasten es ein wenig, aber ja, so ganz optimal ist das definitiv nicht. Da muss man mal gucken. Ich weiß nicht, vielleicht hat noch jemand andere Erfahrungswerte, ob das wirklich was bringt, das da unten ein wenig verlängern. Hat da jemand schon mal Rutschen dran gehabt und hat die auch Dinge noch verlängert? Und ich meine, andere fahren die Presse mit einer Ballenschleuder. Wenn ich mir jetzt überlege, an der AB12er Ballenschleuder bei meiner Ballen, ich schieße die auf einen Wagen auf und die kommen da ein wenig schräg auf und dann ist die Hälfte von den Ballen offen. Also entweder passt auch meine Presse was nicht, dass die irgendwo einen Defekt oder wo weiß der Teufel was hat. Aber begreifen tue ich es ehrlich gesagt nicht, weil es halt irgendwie ein wenig komisch, ne? Andere, die machen da hinten nochmal die Schleuder noch, die P22 oder was das da ist, und schießen das auf einen Wogen auf. Bei denen bleibt es ganz. Und ich presse sie über die Rutschen auf, so sind die Ballen in Ordnung, aber wenn du dann nochmal im Blade anlangst, dann hast du die Schnüre in der Hand. Also das ist schon keine Ahnung. Und ich weiß absolut nicht, wo es herkommt. Schneller fahren kannst du nicht, dann verschoppt es auch. Noch kleinerer Schwaden, wenn ich mache, dann fahre ich ja 20 Mal hierher. Jetzt haben wir gestern so mittelprächtiger Schwaden, wo du dann so im zweiten Gang mit dem IHC im untersetzten zweiten Straßengang gefahren bist. Ist eigentlich relativ schön gegangen, die hat schön gefressen, hat es hinten schön ausgehauen, die Ballen sind schön gekommen. Aber keine Ahnung, also. Wie gesagt, optimal finde ich das nicht. Weiß nicht. Naja, die Presse hat ja gestern Abend ihren Dienst quittiert. Die hat dann gesagt, nö, ich mach nicht mehr. Und dann den anderen Reifen, wie gesagt, ausgehauen. Jetzt kommt der da neu und der andere drüben kommt neu. Da haben wir schon welche bestellt, inklusive Schläuch. Hilft ja alles nichts, was sein muss, muss sein. Ja,
Die Alten waren porös, das habe ich die ganze Zeit gewusst, dass die irgendwann einmal den Dienst quittieren. Ich habe auch Glück gehabt, dass auf der Wiesen war, weil die ist nicht weit weg, da musste ich nicht viel öffentlicher Straße fahren. Also auf der Umgehung, wenn mir das passiert, ist vielleicht nicht so lustig, aber gut. Ja, da steht der Reifen. Ihr seht schon da die Risse. Und die undichter Stelle ist da. Da hat es was voneinander gerissen. Ich habe es gewusst, dass das früher oder später kommt. Die Reifen sind alt. Jetzt kommt ein neuer drauf. Ist ein 10, 75, 15, 3er Reifen. Auf der anderen Seite ist ein 5, 60, 15er. Dann müssen wir mal schauen, entweder, dass wir einen 7, 15er oder einen 6, 15er oder irgendwas in die Dreh drauf machen. Das ist halt dann ein wenig breiter, das ist ja wurscht. Ja, und dann geht die auch wieder. Ja, und dann habt ihr jetzt vielleicht gerade gesehen, ich hab da meinen Ballenwagen. Den habt ihr im Video ja vorher auch schon gesehen. Den haben wir geholt in Hohenberg drum. Das ist ein Steib. Ich vermute fast, das könnte ein S3 sein, so wie meine hinten. Habt ihr den im Video gesehen? Ja, beim Rauffahren, aber nicht beim Pressen. Müsst wie gesagt da, ich denke, ein Steib S3 sein, so ein schönes Hängerler. Den haben wir gekauft, der hat kostet 200 Euro. Ist in Ordnung, schöner Aufbau drauf. Gestern haben wir drauf gehabt 97 Ballen. Wäre theoretisch noch viel mehr gegangen, du kannst naja wesentlich höher schlichten als bloß bis zu die obersten Bretter noch. Ja, also das ist definitiv kein Problem, da wäre mehr gegangen. Was ich jetzt noch gemacht habe bei dem, eins von den Brettern war wegen Wurmstichig hinten, das ist angebrochen. Da habe ich jetzt einfach ein neues Nei gemacht. Da habe ich vorher mal Paletten voneinander geschnitten. Und das Palettenholz da, das hat die Länge gehabt. Das habe ich jetzt da rein gemacht. Ich werde eventuell auf der Höhe da hin auch noch einmal eine Bretterreihe reinsetzen. Weil ich schon gemerkt habe, der erste Ballen, der steht da. Hat die Oberkanten da. Der zweite Ballen, der steht dann quasi da hin. Und wenn du dann einmal ein wenig scharf anfährst oder scharf bremst, dann kannst du auch vorne oder hinten oder seitlich, dass er rausfallen. Da werde ich da noch ein wenig reinziehen. Einfach noch einmal ein Brett, dass er noch ein wenig stabilisiert sind und gut ist der Käse. Da passt es. Ja, und dann soll er das gut sein. Ja Leute, wir haben mittlerweile Montagabend den 27. Ich habe keine Ahnung wie spät. Ich war jetzt gerade noch unterwegs. Hab noch ein Brot ausgeliefert. Ja, ich habe gestern wieder gebacken. Und habe meinen Maschinenvermittler und ja, Lieferanten für Schraubdeckelfässer, dem Micha, das Brot gebracht. Ja, ist jetzt ein wenig später geworden und ein wenig geratscht. Ja, jetzt bin ich auf dem Heimweg. Bin gleich daheim. Ich komme gerade von der Umgehung runter. Ich habe von ihm vier Fässer gekriegt. Er war ja auch derjenige, über die WhatsApp-Gruppen hat er mich angeschrieben, beziehungsweise über WhatsApp, dass er jemanden hätte mit einem Ballen rutschen. Ja, also lauter interessanter Sachen. Ist die letzte Zeit viel passiert, ist viel nicht gefilmt worden von dem Zeichen, was da passiert ist. Ich habe auf jeden Fall ja jetzt die Ballen rutschen. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an den Band und an den Micha fürs Vermitteln. Ich habe den Ballenanhänger jetzt. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an den Verkäufer und als Engeler. Ja, und an den Micha noch einmal einen Dank für die Fässer. Die stehen hinten im Auto drin, muss jetzt gleich noch ausladen, die zeige ich aber nicht. Jetzt habe ich noch ein paar Fässer auf Reserve, entweder für Getreide oder ja, um noch ein wenig Silage reinzutun. Muss ich auch mal schauen. Du Saubasi. Ja, die kenne ich auch. Ja, es sei an dieser Stelle noch einmal gesagt. Schon praktisch, wenn man Zuschauer hat, die haben dann immer mal noch was schicken. Und das war jetzt wirklich richtig klasse, weil das halt alles so nah beieinander war. Der Ballenwagen war nicht weit weg. Die Rutschen war halt jetzt auch eigentlich nicht weit weg von mir. Das war gleich ums Eck. Das ist optimal, also besser geht's gar nicht.
Ja, an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal danke an alle, die da alle mitgewirkt haben. Ja, Cerebres. Ich habe ja gesagt gehabt, ganz zufrieden war ich jetzt dann doch wieder nicht. Hat mich schon wieder aufgeregt, weil aber auch auf den Ballen waren. Ich muss jetzt dazu sagen, ist auch meine eigene Schuld. Ich habe meine Anleitung durchgeblättert und dann ist mir mal aufgefallen, ich habe da Maß von der Garnbremse nicht eingehalten. Könnte der Grund sein, die Garnbremse ist ein wenig arg locker gedreht bei mir. Das ist ja blöd. Normalerweise soll da zwischen der Feder unten, der Spannfeder und der einen Öse 50 mm Abstand sein. Bei mir sind es da aber über 20 cm Abstand. Ja, das ist natürlich nicht so ganz Sinn und Zweck. Dann brauche ich mich wundern, wenn es nicht gescheit funktioniert und wenn es mir Eifer macht. Okay, hinterher ist man immer schlauer. Ja, und für die Presse habe ich noch was bestellt. Über eine Seite im Internet. Mal gucken, ob das kommt. Da dazu aber im nächsten Video mehr. Das erfahrt ihr dann im nächsten Video. Heute bin ich ja noch nicht ganz fertig. Es fehlt ja auf jeden Fall noch ein bisschen. Das wird demnächst kommen, wenn es da noch einmal schön ist. Dann sehen wir da schon. Ja, falls ihr jetzt aktuell nichts erkennt, mich nicht seht im Video. Es ist halt nur mal jetzt dunkel draußen. Also ich schätze, es war jetzt bestimmt schon 10 Uhr. Ich will ja eigentlich das Video morgen rausbringen. Ja, wird ein bisschen spät. Mal gucken. Wenn es morgen nicht kommen sollte, dann seht es mir nicht nach. Es kommt auf jeden Fall noch. Falls es doch kommt, dann wisst ihr, ich habe noch eine Spätschicht gemacht. Gut, ja, an dieser Stelle, das war's dann. Na, so das. Oh, perfekt. Ich muss mal mit gerade richten, wo haben wir bald Hügel und Hügel. Ja, an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zugucken. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie doch ein wenig Spaß gemacht und gefallen, auch wenn nicht ganz so viel außergewöhnliches Dolzzeug gekommen ist. So, machen wir es einmal so, dann kann ich sie ausladen. Aber ja, so ist es halt. Wie gesagt, wir sehen uns demnächst wieder. Ich hoffe, das hat jetzt Spaß gemacht. Ich suche jetzt an der Stelle gute Nacht und eine schöne Woche und dann, man sieht sich wieder. Bis die doch. Servus la.